Glück auf, Schatz aus dem Schacht. Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja, Leute, ich habe es doch noch geschafft, im ganzen Umzugsstress ein Video aufzunehmen. Das seht bestimmt auch im Hintergrund. Ja, stehen einige Kartons rum und so weiter, was wir alle schon gepackt haben. Ich habe es trotzdem geschafft, halt noch ein Video für euch aufzunehmen, weil ich auch echt Bock drauf hatte und habe mich jetzt einfach mal hingesetzt und gesagt, hey, die Zeit nimmst du dir jetzt und machst ein Video. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht ganz so kreativ bin wie sonst, was Themen angeht, weil ich einfach zu viel Stress habe, um darüber nachzudenken. Trotzdem habe ich heute ein Thema mit, was mich schon länger bewegt und was mir besonders jetzt aufgefallen ist, wo ich nicht ganz so aktiv sein kann, wo ich vielleicht auch mal andere YouTuber und Facebook mehr verfolge, was die Leute so machen und ja, was sie auch so posten. Und darauf möchte ich jetzt gerne mal das Thema beziehen. Ich hoffe natürlich, dass ihr das versteht. Also hört mir einfach kurz zu, denkt kurz drüber nach und dann ab in die Kommentare eure Meinung, weil mich die echt brennend interessiert. Natürlich, wenn ihr ein gutes Thema habt, schreibt es auch unten in die Kommentare. Da freue ich mich immer mega drüber, wenn ein gutes Thema unten drin steht, was ich dann verwenden kann. Ja, worum soll es gehen? Und zwar um die YouTuber und um die Abonnenten. Ich fange jetzt einfach mal bei den YouTuber an, wo ich auch selber dazu zähle. Also es gibt halt verschiedene YouTuber und man kann es wahrscheinlich auch nicht jedem Zuschauer recht machen. Es gibt aber YouTuber, wo ich einfach nicht nachvollziehen kann, wie die Leute Erfolg haben oder wie ihr da draußen die Leute unterstützen könnt. Das fängt an, es gibt YouTuber, die sind zum Beispiel 500, 800.000, was weiß ich, 3.000 Abonnenten groß und machen jeden zweiten Tag ein Gewinnspiel. Da frage ich mich, Leute, das geht doch gar nicht. Die könnt doch nicht jeden zweiten Tag ein Gewinnspiel machen. Selbst wenn ich viel Kohle verdienen würde, würde ich niemals so viel Geld einfach raushauen für nichts, sage ich einfach mal. Und manche machen das jeden zweiten Tag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich ein ernsthaftes Gewinnspiel ist, sondern dass das irgendwie abgesprochen ist oder eh niemand bekommen wird. Trotzdem werden die Leute bis zum Get-No gehypt und kriegen Abos, kriegen Kommentare und keine Ahnung was. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen, wie man da einfach ja so drauf reinfallen kann. Ich meine, es gibt Leute, die machen diese Woche eine PS4, nächste Woche eine Xbox One, dann meine Elgato und ein Scarf zwischendrin und keine Ahnung was noch, 50 Euro Paysafe Card und dies und das und jenes. Und das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das wirklich jemand macht. Und demzufolge kann ich noch weniger nachvollziehen, warum die Leute so gehypt werden. Ich meine, wenn das die Zukunft von YouTube ist, dass ich einfach bloß noch sage, hey Leute, ich verlose heute eine PS4, was ihr machen müsst, natürlich mich abonnieren, teilen, bla bla bla, so. Und ihr macht es natürlich dann und dann gibt es überhaupt kein Gewinnspiel oder es kriegt irgendeinen Freund oder keine Ahnung, eine leere Kiste an irgendjemand, der dann ein Bild postet oder ich mache mir einen zweiten Account, wo ich dann poste, ey, ja, ich habe das gewonnen, bla bla bla. Wenn das wirklich die Zukunft von YouTube ist, dann gute Nacht. Ich finde sowieso, dass viele gute YouTuber, die sich wirklich Mühe geben, die sich überlegen, wie sie was aufbauen, was sie erzählen könnten, was für Themen oder welche Projekte sie machen können, einfach irgendwie untergehen zwischen den YouTubern, den ich gerade genannt habe, und die anderen sind für mich ja, YouTuber einfach, die nur Videos machen und ganze Zeit rumschreien. Oder was noch viel schlimmer ist, es gibt ja auch YouTuber, die machen immer so Zusammenschnitte von größeren YouTubern aus den Livestreams und so weiter. Ich finde das eigentlich eine ganz tolle Sache, wenn man das ab und zu mal macht. Aber es gibt ja wirklich welche, die bauen ihren Channel nur darauf auf. Die machen jede Woche ein Video, wo sie von irgendeinem großen YouTuber die Livestreams zusammenschneiden und die Leute feiern es und abonnieren und kommentieren und liken. Und ich frage mich dann immer so, okay, einmal finde ich das ja gut, vielleicht auch noch ein zweites Mal, aber jedes Video mit irgendeinem Material, was nicht mal mir gehört, was ich einfach irgendwo aufgezeichnet habe, ja, ich weiß nicht, ich kann das irgendwie nicht so nachvollziehen. Worum es eigentlich genau geht, das ist halt, ich drehe mich manchmal auch so im Kreis. Ich meine, ich kann mich jetzt nicht beschweren, ich bin bis jetzt eigentlich relativ gut gewachsen und bin euch auch mega dankbar dafür. Also ohne euch ist das alles gar nicht möglich gewesen, was jetzt auch demnächst noch kommen wird und so weiter. Aber trotzdem kann ich einfach manchmal das nicht nachvollziehen, wie man irgendwie so dumm sein kann oder auf solche Sachen reinfallen kann oder solche Leute hypen kann. Ich meine, das ist einfach das Billigste vom Billigsten und das finde ich halt ein bisschen schade. Und da sind wir halt wirklich beim zweiten Punkt, auch direkt die Abonnenten. Ich finde es halt einfach ein bisschen schade, dass Abonnenten halt Videos schauen und kein Like, kein Kommentar und nichts da lassen, obwohl sie es vielleicht gut finden. Ich meine, dass man nicht jedes Video jeden Zuschauer ansprechen kann, ist mir bewusst. Aber trotzdem finde ich einfach dieses Feedback, gerade was wir kleineren YouTuber bekommen, irgendwie viel zu klein, denn ich arbeite gern mit dem Feedback, mit euren Kommentaren. Ich lese mir die alle durch, ich beantworte die alle. Bei mir ist es echt wichtig, wie ich mich weiterentwickle, wie ich was halt mache, was ich besser machen könnte und so weiter. Und wenn ich halt keine Kommentare bekomme, ist es halt extrem schade. Auch wenn jemand mal irgendwas nicht gut findet, würde ich mich freuen, wenn er das in die Kommentare schreibt.
manche haben halt einfach keine Zeit anscheinend irgendwie da mal 5 Minuten oder sagen wir mal 3 Minuten irgendwas zu verfassen, weil sie halt noch viele andere YouTuber anschauen. Und das ist halt auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, man hat heutzutage kaum noch die Chance, nach oben zu kommen. Entweder man macht wirklich so einen Videozusammenschnitt von einem Livestream, wo man immer die großen YouTuber oben reinschreibt in der Überschrift. Oder man kennt einen großen YouTuber, der einen pusht. Oder man macht Gewinnspiele. Alle anderen Varianten sind mittlerweile so gering, dass man irgendwie vorankommt, dass ich das extrem schade finde, weil es gibt wirklich so viele gute Leute, also jetzt mal nicht nur auf mich bezogen, sondern generell auch so, die ich kenne, die wirklich viel Potenzial haben, die echt gute Videos machen und sich auch immer nur im Kreis drehen und dann wahrscheinlich irgendwann die Lust verlieren. Weil wenn ich jetzt so manchmal schaue, bei mir geht's ja wie gesagt noch einigermaßen, wenn ich andere YouTuber schaue, die haben 2000 Abonnenten und 128 Aufrufe oder so. Da würde ich mir selber die Frage stellen, macht es noch Sinn? Ich habe mir selber schon die Frage gestellt, lohnt sich das noch für mich, YouTube weiterzumachen? Sollte ich vielleicht was ändern? Wenn ja, was? Sollte ich vielleicht ein anderes Game bringen? Sollte ich, keine Ahnung, irgendwie was anderes machen? Ich habe jetzt schon wirklich viel ausprobiert, viel mit reingenommen und hatte bis jetzt auch immer Glück, dass es einigermaßen gut lief. Trotzdem habe ich mir ab und zu die Frage gestellt, hey, lohnt sich es weiterzumachen, der ganze Stress, der ganze Aufwand, weil viele sehen auch gar nicht die Arbeit, die dahinter steckt. Also man muss sich wirklich vorstellen, so ein Video ist nicht in 5 Minuten gemacht, man nimmt 2-3 Aufnahmen auf, das sind schon mal eine halbe Stunde weg, dann das Schneiden, das Hochladen und dies und das und jenes, die Themen ausdenken und so weiter. Und ich finde es halt einfach schade, dass das immer mehr irgendwie in den Hintergrund rückt und nicht in den Vordergrund, was eigentlich, finde ich, wichtiger ist. Und dass so Leute, die irgendwelche Gewinnspiele machen oder irgendwelche Videos zusammenschneiden von anderen, einfach ja gehypt werden bis zum geht nicht mehr oder teilweise gehypt werden bis zum geht nicht mehr. Und auch große YouTuber, ich meine, klar, die können nicht mit jedem was machen. Ich will auch gar nicht, dass jetzt unbedingt ich jemanden anschreibe, hey, machst du was? Und er sagt, ja, okay, mit dir mache ich was. Es geht einfach generell ums Prinzip. Ich sehe das zu wenig, dass irgendwie sich gegenseitig geholfen wird. Ja, warum auch? Warum sollte ein großer YouTuber einen kleineren helfen? Das wäre ja wieder Konkurrenz, wo er vielleicht Abonnenten oder Aktivität verlieren kann. Warum sollte er das machen? Und ich finde halt diesen ganzen Verlauf extrem schade und ich rede eigentlich schon wieder viel zu lange. So lange wollte ich eigentlich gar nicht reden. Aber ihr seht schon, das Thema beschäftigt mich extrem. Und ihr könnt auf jeden Fall mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze so seht. Vielleicht sehe ich das auch aus einem falschen Blickwinkel oder so. Weil ich halt selber YouTuber bin und vielleicht halt traurig bin, dass es nicht so vorangeht, wie ich mir das vorstelle. Aber ja, wie gesagt, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare und ich werde es jetzt auch gar nicht länger hinausziehen. Ich denke, ihr wisst, was ich von euch wollte. Bin auf jeden Fall froh, dass ich das Ganze mal losgeworden bin. Ich hoffe, dass es natürlich auch gut angekommen ist und ihr das Ganze verstanden habt. Ansonsten soll es das jetzt auch gewesen sein. Wie gesagt, bleibt geschmeidig, lockerflockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video, euer Black Imus.